Monsieur Pierre geht online. Da finde ich von Anfang an den Titel schon mal sehr sympathisch, weil er nicht gleich den gesamten Film vorweg gibt, sondern einfach nur das, was in den ersten paar Minuten passiert, nämlich ein alter Mann lernt, einen Laptop zu handeln und lernt das Internet. Bei diesem Titel und dieser Vorgabe hätte ich dann doch irgendwie eine andere Entwicklung erwartet, als der Film sie dann letztlich nimmt. Im Kern geht es nämlich eigentlich um einen erfolglosen Schriftsteller namens Alex. Der wird durch blöde Umstände gezwungen, dem Großvater seiner Freundin Nachhilfe zu geben, eben im Händeln der modernen Technik. Und das Ganze hat dann vorrangig den Schwerpunkt, der alte Mann entdeckt ein Datingportal im Internet und schafft es auf diesem Weg, seine alten Verführungskünste, sage ich mal, wieder an die Frau zu bringen. Genau genommen findet er im Internet eine Frau, die er relativ schnell treffen möchte. Da er ihr aber nicht sagen möchte, dass er ein alter Mann ist, muss er dann den armen Schwiegersohn bzw. seinen Internetlehrer vorschieben und daraus entsteht dann ein großes Drumherum und verzwicktes Beziehungsgeflecht, das ich hier jetzt gar nicht so groß aufzählen möchte. Der Vorteil dieses Films ist, er hat mich ein wenig kuriert, denn ich hatte in der letzten Zeit einige französische Titel in den Sneak Previews, in die ich immer gehe, und insgesamt hatten die französischen Filme vorrangig eins an sich, nämlich sie waren hysterisch. Hysterisch und aufgedreht, komisch, ich denke da an mein neues bestes Stück oder auch Alles unter Kontrolle, wo immer ein sehr hoher Albernheitsfaktor drin war und mitunter eine sehr dümmliche Haltung. Und dieser Film hier sah für mich im ersten Moment auch so aus, als würde es in eine solche Richtung gehen, aber die Richtung, die er dann einschlägt, ist eine komplett andere. Es geht mehr um Nostalgie und so ein wenig Wehmut, denn wir haben hier einen alten Mann, der seine Frau vermisst, der auf diesem Weg versucht, wieder Kontakt zu knüpfen. Da entsteht zwar ein Slapstick-komödienhaftes Beziehungsgeflecht mit Enthüllungsszene und sonstiges, aber nichtsdestotrotz ist im Kern das Ganze relativ leise, relativ ruhig und nicht so, wie man Titel wie diese erwarten würde. Ja, als ich im Kino saß, war halt trotzdem nicht sehr leise um mich herum, sondern ich wurde angesteckt durch diese lauten Lachereien überall. Also es war gezieltes Fremdschämen auf der Leinwand. Also ich weiß auch nicht. Es war gezielt eine Person hinter uns, die gelacht hat und das Umfeld dann mitgerissen hat. Wenn ich jetzt so sage, an dem Film hat mir eine Sache komplett nicht gepasst. Das war die Hauptfigur, also nicht der alte Mann, sondern eben dieser junge Lehrer. Einfach weil die Figur, sagen wir mal so, sie ist völlig austauschbar, ruhig und banal. Und irgendwie hat der Darsteller oder die Rolle oder so für mich nicht das Charisma, einen solchen Film zu tragen. Er macht das Ganze zweckmäßig. Auch alle anderen Figuren drumherum sind angemessen, solide. Es hat mich einfach nur überrascht, weil ich eben bei dem Titel und so im Anfang und so weiter wieder hier so albernen, überdrehten Slapstick erwartet habe und es dann eben doch relativ emotional durchging. Nichtsdestotrotz, es sind genau diese Titel, mit denen man auf lange Sicht und die Sneak Previews, in die wir gehen, leer räumt, wenn nicht da hin und wieder mal was aktuell Prominentes kommt, aber das sei am Rande gesagt. Für diesen Film würde ich sagen, der geht durchaus in Ordnung, er tut nicht weh. Ich glaube, das ist wieder so etwas, was sich nur ein ausgewähltes Publikum antut, aber dann durchaus zufrieden ist. Wenn ich das in meine Wertung pressen muss, geht der Film mit 3 von 5 Punkten davon. Also von mir gibt es 4 von 5 Punkten. Noch mit Begründung? Ja, war halt genau die richtige Balance zwischen charmanter Komödie und aber doch ja ziemlich flache Witze. Also er hat irgendwie die Balance gefunden. Okay. Dann bleibt die Frage bei euch. Wie seht ihr das? Mögt ihr nach wie vor französische Filme oder mögt ihr sie von Grund auf nicht? Guckt ihr euch sowas gerne an und musstet ihr auch schon mal jemandem das Internet erklären. Das und was auch immer euch einfällt, haut es rein in die Kommentare unter dieses Video. Ansonsten könnt ihr wie immer gerne einen Daumen da lassen, gerne ein Abo und wir sehen uns gerne zur nächsten Kritik. Macht's gut, bis dann. Ciao.